Das ist Phil. Phil hat von seiner Tante 20.000 Euro geerbt. Seine Tante möchte, dass er das Geld ausschließlich in ethisch-ökologische Geldanlagen investiert. Wie mache ich das am besten? Fragt sich Phil. Als erstes sollte er sich überlegen, was er unter ethisch-ökologischen Geldanlagen versteht, sowas wie Recycling oder erneuerbare Energien. Nun sollte er eine Bank aufsuchen, um sich dort beraten zu lassen. Dabei sollte er darauf achten, dass er sich nicht beeinflussen lässt. Der Fokus soll dabei auf Phils Wünschen liegen und nicht auf denen der Bank. Die Bank sollte also auf Phil eingehen und ihn ernst nehmen. Wie auch bei anderen Geldanlagen spielt die Rendite eine große Rolle. Dazu sollte Phil sich überlegen, wie risikobereit er ist. Das entscheidet darüber, wie hoch oder niedrig seine Gewinne sind oder wie hoch oder niedrig seine Verluste sind. Hierüber sollte die Bank ihm aber noch einiges an Informationen geben, um ihm ein klares Bild zu verschaffen. Am besten ist es, wenn Phil sich noch andere Angebote von anderen Banken anguckt und sich dort beraten lässt. Dadurch kann er garantiert das am best zu ihm passendste Angebot finden. Sei es bei einer allgemeinen Bank oder bei einer extra ethisch-ökologischen Bank. Wichtig ist, dass Phil sich informiert und sich mit dem Thema auseinandersetzt, denn es ist nicht nur für seine Tante wichtig, sondern auch für die Zukunft der Erde.